Tja, hätte klappen können. Gebe ich euch recht, reiß ich wieder raus. Mache ich irgendwas anderes rein. Scheiße. Ja, ich hatte im letzten Video schon gesagt, am liebsten hätte ich zwei 45 Grad Winkel gehabt, hatten sie aber keine. Aber vom Durchmesser hätte das 1 Zoll Rohr eigentlich locker ausreichen müssen. Tja, blöd gelaufen. Tü, weg ist es. Tja, Leute, jetzt habt ihr den Mist. Durch eure ganzen Kommentare habe ich das heute mit dem Kabel ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Tja. Jetzt müsst ihr noch mehr Videos anschauen. Und ich habe noch mehr Arbeit. Egal, wir kriegen das hin. Also der neue Plan besagt, das Leerrohr, eventuell tue ich das noch in ein Metallrohr reinstopfen. Und ja, hier sanfter hochkommend, keine steile Biegung. Auf alle Fälle tiefer gehen. Und dann werde ich unter Umständen jetzt ja, gleich bis hinter zur Wand gehen und dann an der Wand hochkommen. Ja, dass wir da keinen steilen Knick mehr drin haben. Okay, Leute, ich tue erst einmal jetzt ordentlich graben. So, Leute, wie ich es gesagt habe, ich verlege jetzt zwei von den Rohren. Hier jetzt ganz sanft ansteigend. Ich hätte es mir gleich denken können, aber ich habe ja gesagt, 245 Grad Winkel wäre mir lieber gewesen, aber naja, irgendwo von hier bis da habe ich noch die Stahlrohre mit drin, die verzinkten, also zusätzliche Ummantelung. Tja, und hier werde ich dann einflexen und ja, werde dann hier so rüber gehen und dann hinten direkt an der Wand hoch. Tja. Was ist ein WLAN-Kabel? Also wer den Witz nicht verstanden hat, Entschuldigung. Aber es kann tatsächlich sein, dass in das zweite Rohr noch ein LAN-Kabel reinkommt. Sollte man von der Terrasse hier rüber das WLAN-Signal dann in die Hütte nicht reichen. Ja, dann lege ich mal ein LAN-Kabel, weil das WLAN-Kabel liegt schon längst. Ja, bloß ob das ausreicht von der Stärke des WLAN-Kabel. Das ist die andere Frage. Gut. Ich werde es jetzt noch halbwegs zuschütten, einebnen, eventuell da hinten nachher gleich noch zum Flexen anfangen. Wenn ich das noch aufflex, dann zeige ich euch das natürlich noch. Und was heute noch kommt, ist der Schotter. Der wird hier bloß heute im Hof abgeladen und ja, morgen, übermorgen dann verteilt und planiert. Ja, sagt zumindest bis jetzt der Plan. Gut. Ich mache hier jetzt weiter, dass ich fertig werde, bevor der Schotter kommt. Staubschwaden durchziehen den Hof. Ich habe gerade geflext wie ein Geisteskranker. Ja, da habe ich ihn jetzt schon mal eingebuddelt, zugebuddelt. Ja, und hier habe ich jetzt einmal aufgeflext. Und das kloppe ich jetzt einmal ein bisschen auf und grabe ein bisschen runter. Und wenigstens, dass ich die Leitung jetzt einmal so bis hierher lege. Ja. Und den Rest, ja, da muss ich erst noch aufräumen. So, Leute, mit dem 30 Kilo Sack werde ich jetzt ja, dieses Eck hier locker zukriegen. Und dann hier halt ja, irgendwo bis hierher, dass ich nach hinten raus dann noch weiter ausgraben kann. Aber die Schicht war nicht dick. Und das interessiert hier in dem Bereich auch relativ wenig. Wie gesagt, vielleicht grabe ich den ganzen Mist hier hinten irgendwann nochmal auf und betoniere da ein bisschen dicker, aber das ist wahrscheinlich eher oder ist eher unwahrscheinlich. Tja, und deshalb haue ich da jetzt dann einfach auch so einen Betonestrich rein und gut ist. Gut,
und ich denke, da werde ich dann schon ein Kabel durchschieben können. Lang genug ist es da hinten, zu ist es auch, dass es nicht reinregnen kann. Okay, ja, und hier müssen wir halt dann weiter von Hand hochheben, dass wir rauskommen. Juhu, ein Teller Spaghetti mit eigener Bolognese-Soße von eigen angebauten Tomaten. Ja, ist das geil. Njam, 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 njam. Nare Brot, nare Brot, ram, 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 ram. Dass das hier hinten alles Murks und hau mich tot ist, ist mir vollkommen klar. Ja, das war es vorher schon und ja, wird es auch weiterhin bleiben. Drum nicht aufregen, nur wundern. Wollen wir hier mal ein bisschen modellieren? Ach, fertig. Ja, Leute, es klickt. Klingelt, gongt, die Glocken läuten, 8 Uhr ist es schon wieder und ja, ich warte. Oh mein Gott, der faule Sack wartet wieder auf jemanden, der meine Arbeit macht. Meine Fresse. Ja, ich warte noch auf den Kollegen mit dem Schotter. Ja. Der wird heute eben noch den Schotter abladen und dann irgendwann die Tage verteilen und planieren. Mhm. Geile Sache. Ja, so lange warte ich jetzt noch. Das wollen wir ja heute noch ins Video reinbringen. Auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass das dieses Mal mit der oder mit dem Lehrer funktioniert. Ist zwar eigentlich eins für den Innenraum, aber auch ein Panzerrohr. Bis minus 25 Grad, es geht unter die Erde, geht in die Grillkota und ich denke, das wird ausreichen. Ja, der Versuch war es wert mit dem anderen Rohr, ja, 90 Grad Winkel, ich hätte es mal denken können. Ich habe da ja extra dickeres genommen, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht komme ich ja dann doch rum. Ach, egal, vergessen wir das Thema. Die Folge streichen wir nicht, die ist schon draußen und ja, jetzt ist es so, habe ich halt doppelte Arbeit gehabt. Egal, ganz egal. Gut, ich hole euch wieder dazu, wenn der Schotter kommt. Was piekst mich da im Finger? Oh yeah, ich glaube, der Schotter kommt. Sieht aber wirklich so aus.
Gut, dass ich das Auto schon rausgestellt habe. Jo, und schon haben wir einen Schotter im Hof liegen. Na, ob das reicht, ich weiß nicht. So Leute, das war's dann mit dem heutigen Video. Langsam wird's dunkel. Entweder wird morgen oder dann eben am Freitag der Schotter verteilt und planiert. Und spätestens dann geht's auch mit dem Video weiter. Weil ob ich morgen irgendwas mache oder übermorgen, ich habe keine Ahnung. Sag halt, du hast keine Lust. Ja, oder so. Lust habe ich sowieso schon lange nicht mehr. Okay, Leute, wir sehen uns.